Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Teil. Heute geht es weiter mit Mission 2. Ich hoffe, ich stelle mich ein bisschen besser an als das letzte Mal. Und wir haben die erste Jagd. Lerne von deinem Vater, wie man sich an einem Bison heranschleicht und es jagt. Dann lasst uns das doch gleich mal herausfinden. Mein Sohn, nun ist es an dir, die traditionelle Bisonjagd zu erlernen, das Land zu verstehen und den großen Geist zu folgen. Höre meine Worte und folge meinem Rat. Dann schauen wir mal. Ich wechsle mal wieder auf die Daumensteuerung, die ich euch hier wirklich empfehlen kann. Und wir können uns hier mal umschauen. Gut, mit Waffen kannst du umgehen. Nun lass uns losziehen. Genau, wir haben das letzte Mal ja ein bisschen geschossen, nachdem ich es dann gecheckt habe, wie es funktioniert. Und dürfen jetzt hier erstmal unserem Vater folgen. Über, ja, ein doch großes Gebiet. Steuerung, wie gesagt, finde ich, klappt gut mit dieser Zwei-Finger-Taktik. Und hier hinten sehen wir schon, blau markiert das Ziel. Wir haben so ein bisschen Clipping, heißt glaube ich, also Grafikelemente, die im Hintergrund aufploppen. Aber ich denke, für ein Mobile-Game ist das absolut verkraftbar. Und auch noch kostenlos. So, und wieder ein sehr, sehr schöner Kameraschwenk. Und da sehen wir es. Das erste Bison. Sieh dort, den prächtigen Bison. Siehst du, wie anmutig er sich bewegt? Jage einen Bison. So, dann lass uns doch mal da hinlaufen. Zumindest in die grobe Nähe des Bisons. Wir müssen uns ja vermutlich an ihn dann anschleichen. Schau mal, Waffe. Brauchen wir aktuell so. Tiersinne. Ein Tier sieht dich, wenn du in seinen Sichtbereich hineinläufst. Wir sollten ihn heute erlegen. Dann hole das Fell und wir verwerten ihn. Jedes Tier hat einen Hörkreis, in dem es Geräusche besonders schnell wahrnehmen kann. Schleichen. Zieh die Spielfigur nach unten, um zu schleichen. Schleiche dich an Tiere heran, um sie besser treffen zu können. Denk daran, mein Sohn. Jedes Tier kann dich sehen, hören und wittern. Ich werde dich beobachten. Viel Glück. So, Tiersinne. Wenn du einem Tier zu nahe kommst, wird ein Icon über ihm erscheinen. Dieses füllt sich nun je nach Distanz mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf. Sobald es ausgefüllt ist, wird das Tier reagieren. Wenn ein Tier flieht, erscheint dieses Icon. Also das grüne. Wenn ein Raubtier dich attackiert, erscheint dieses Icon. Also das rote. Okay, dann gehen wir hier mal runter. Und wir können jetzt hier schleichen. An das Bison heran. Aber jetzt ist Schleichen noch... So, wir gehen mal hier so von hinten hin. Und schleichen jetzt mal. Ja gut, und es sieht uns natürlich. Aber man sieht hier noch nichts. Vielleicht stellen wir uns da ganz gut an. Ist vielleicht ein dummes Bison. So, jetzt schauen wir mal. Dass wir... das angreifen. Okay, so zu weit weg. Wir warten wieder. Und schleichen jetzt. Also es bewegt sich hier, was das Ganze natürlich nicht unbedingt vereinfacht. Und jetzt laufen wir immer hinterher. Etwas schneller. Und wechseln jetzt aufs Schleichen. Und können ihn aber so nicht erwischen. Gut, dann gehen wir mal nochmal näher ran. Schnell wieder auf Schleichen wechseln. Oh, und jetzt sehen wir. Jetzt sind wir im Sichtbereich. Seht ihr, wie er sich blau füllt? Und jetzt flieht es. Aber es scheint irgendein anderes zu sein. Vielleicht irgendein kleines Tier. Also das Bison ist noch lässig wie zu Beginn. Ja, das waren am Boden diese Viecher sein. So, und jetzt werde grün. Aha, scheiße. Ah, wir können näher ranlaufen. Komm, jetzt Bison. Höhenunterschied ist nicht gut. Wir laufen ihm hinterher. Und visieren ihn dabei an. Und jetzt hoffen wir, dass es gleich mal stehen bleibt. Komm, du blödes Bison. Oh. Dann rennen wir näher hin. Oh, das habe ich verfehlt. Okay, das ist tricky. Dann rennen wir mal nochmal hin. Und machen das Ding jetzt. Bleib doch mal stehen, du Depp. Jetzt. Schaut mal, es sieht uns nicht. Und der erste Wurf. Sehr gut. Leider war der Treffer nicht tödlich und der Bison ist entkommen. Komm zu mir, ich bewerte dein Jagdgeschick.
Geh zu deinem Vater. Dann können wir mal den Wolf benutzen, der uns dann gleich sagt, wo wir hin müssen. Der Papa wartet da oben. Gut, das hat einem natürlich niemand gesagt, dass er mir Richtung Hals werfen muss. Andererseits sicher ein bisschen logisch. Erste Jagd also hiermit leider nicht ganz erfolgreich. Mal schauen, wie der Papa es unsere Skills bewertet. Da wartet er schon. Hat uns ja auch ganz alleine gelassen. Oh, Chaiton, der Treffer war ohne Kraft und dein Geschick lässt zu wünschen übrig. So wirst du es sehr schwer haben, ein Bison zu legen. Das muss noch viel besser werden. Okay, Papa. Erkunde das Level und entdecke neue Aufgaben. Also, das ist ähnlich wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal bin ich jetzt oben auf Reise fortsetzen. Dann hätte man das Level damit mehr oder weniger beendet. Aber wir wollen uns natürlich auch ein bisschen in der Welt umschauen, die hier wirklich groß ist und auch relativ frei begehbar. Und wir sehen immer mal wieder hier oben so Schriftrollen. Rotschwanzfalke bekommen hier dann 50 Punkte, was am Ende dann die Levelbewertung ist. Und können uns jetzt hier, ja, im Level ein bisschen umschauen. Jetzt kommt sogar Regen, also auch diverse Wetteranimationen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier finden. Laufen wir mal durch. Oder klicken wir es mal an. Bigfoot. Bigfoot oder Spotted Elk, wie er eigentlich genannt wurde, war ein Kampf- und redeerfahrener Häuptling. Er, Sitting Bull und Crazy Horse schlugen zusammen General. Okay, dann gibt es hier auch so eine Story über Bigfoot. Und wir können uns hier noch weiter im Level umschauen. Dann schauen wir, ob wir noch irgendwas Besonderes finden. 200 Punkte haben wir aktuell. Hier diese kleinen Viecher wären auch ganz interessant. Mal schauen. Oh, und grün. Yes, das sollten wir legt haben. Sehr schön, dann laufen wir hin. Mit dem Speer. Und schauen wir mal, ob wir es irgendwie antippen können oder so. Aber vielleicht können wir von dem jetzt auch nichts bekommen. Aber immerhin haben wir es dann geschafft. Also ich glaube, das Hauptproblem ist weniger, man muss im grünen Bereich sein, dass der Treffer dann gut ist und mehr oder weniger tödlich. Jetzt haben wir 350 Punkte bekommen. Hier sieht man, ist es dann beendet das Level oder ist der Rand, wo man nicht vorbeilaufen kann. Und es gibt diverse Missionen, die eben einen so ja nach und nach durchführen. Und wir schauen mal, ob wir noch da hinten hinkommen, zu diesem blau leuchtenden, was es da gibt. Dann laufen wir hier mal nochmal rüber über die Steinbrücke, können die Aussicht ein bisschen genießen. Und schau mal, was uns da hinten erwartet. Hier oben haben wir auch noch was. Ah, Wanderfalke. Da gab es noch mehr Infos. Ist auf alle Fälle mit viel Liebe gemacht. Also man kann sich hier sicher auch sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Oder man kann natürlich sagen, man rusht ein bisschen durch die Story durch. Wir schauen mal, was uns hier noch erwartet. Siehst du den Kojoten da oben? Er folgt uns. Zum Glück kann er nicht herunter, sonst müssten wir mit ihm kämpfen. Okay, das heißt, vielleicht können wir ihn aber dann von da oben ausschalten. Aber er sieht uns und will uns jetzt angreifen. Aber Papa hat ja schon gesagt, zum Glück, dann brauchen wir auch nicht schleichen, kommt er hier nicht runter. Dann schauen wir, ob wir zumindest so in seine Nähe kommen, dass wir ihn jagen können. Von Springen habe ich noch gar nichts gehört. Da hinten gäbe es noch was Blaues. Also das sind dann wirklich so verschiedene Missionen. Prärierunde. Das sind welche, die ich hier erlegt habe. Und da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Hintergrundinfos, wie ihr gerade gesehen habt. Ich bin ehrlich, ich bin jetzt gerade ein bisschen schnell, weil ich mich jetzt noch um diesen Kojoten kümmern will. Den ich selber nicht sehe, aber er sieht mich aktuell. So. Schauen wir mal, da können wir nicht hinlaufen. Okay. Von wo wir den noch erlegt bekommen. Er will uns angreifen, aber kann das Gott sei Dank nicht. So, dann lasst uns hier mal außen rumlaufen. Ob es irgendwo noch einen Bereich gibt, wo wir frei auf den Seen. Hier kommen wir zumindest schon mal hoch. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Und nachher kommen wir noch in die Nähe des Kojoten. Aber hier wird es wieder runtergehen. Okay. Vielleicht wollte man uns aber auch einfach nur auf diesen Kojoten aufmerksam machen. Hier sehe ich ihn ganz leicht. Schauen wir mal, ob wir ihn anvisieren können. Nein, Winkel ist zu schlecht. Dann lasst uns mal noch schauen. Wo war denn das eine blaue Leuchtende noch? Papa steht da hinten entspannt wieder. Irgendwo hat es doch gerade noch blau geleuchtet. Der lässt sich hier einfach von uns wegschucken. Da! Lasst mal schauen, was es hier noch gibt. 550 Punkte haben wir aktuell schon. Prärierunde. Sie sind viel zu klein, um sie mit einem Speer getroffen zu werden. Aber sie haben keine Angst vor uns. Naja, sie fliehen ja dann doch. Und wir haben sogar einen vor. Oh, schaut mal, hinten sind Pferde. Lass uns mal noch zu den Pferden gehen. Was die hier treiben. Vielleicht können wir ein bisschen reiten. Okay, nein. Aber hier war, glaube ich, wieder so eine Art Infotafel. Vielleicht
Versteht da was zu den Pferden? Nee, der Fluss. Viele Teile der Brie werden von Bächen und Flüssen durchzogen. Manche Flüsse trocknen im Sommer aus, andere Flüsse schenken ganzjährig Lachs und Biber ein Zuhause. Der Fluss und das Trinkwasser. Okay, also ihr seht hier wirklich, das finde ich auch wirklich schön gemacht. Und es gibt eben auch Punkte. Kann man sich wunderbare Infos holen. Ja, auch zur damaligen Zeit. Was ich ein bisschen komisch finde, dass man mit den Pferden nichts anfangen kann, bin ich ehrlich. Die, ja, stehen hier halt und grasen ein bisschen. Und wir haben jetzt 800 Punkte gesammelt und schauen mal, was passiert, wenn wir auf Reise fortsetzen gehen. Level abgeschlossen. Jagdpunkte haben wir, Lernboxpunkte haben wir, Verschiedenes haben wir nichts, Zeitpunkte haben wir nichts und Spurenpunkte haben wir nichts. Bewertet sind wir hier mit 5 Federn und Gesamtpunkte haben wir 800. Das kann man auch hier wieder sagen, wiederholen das oder wir kehren zur Karte zurück. Generell auch die Möglichkeit. Zusätzlich zu den Missionen gibt es noch die Regionen, in denen du dich frei ohne vorgegebene Quests bewegen kannst. Fälle hier Bäume und verwehrte Wildtiere, um mit diesen Ressourcen bessere Gegenstände zu bauen. Große Tiere wie Bisons haben hier mehr Lebenspunkte. Daher solltest du gerade zum erfolgreichen Jagen große Tiere deine Waffen im Tipi-Zelt aufrüsten. Schau doch mal in die erste Region. So, genau, also jetzt haben wir das, wo ich gerade sagen wollte, man kann eben diese Level nochmal spielen. Das Dorf, dann hier den, wo wir gerade haben, die erste Jagd. Und ich habe jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, ja, wir gehen hier in so eine freie Region, sammelbar und in Verarbeitung. Also man hat hier wirklich die Möglichkeit, nach und nach seinen Charakter aufzuleveln. Da gibt es später dann auch Möglichkeiten, mit anderen online zu spielen. Ich würde mal sagen, mit der zweiten Mission, mehr oder minder erfolgreich abgeschlossen, beenden wir die heutige Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir eure ersten Erfahrungsberichte mit dem Game unten mal in die Kommentare reinschreiben. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.